Ja, willkommen Freunde zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Außergewöhnlich an einem Mittwoch mal, hatte ich aber letzten Sonntag angekündigt. Und zwar gibt es heute den zweiten Teil von Pech gehabt. Heute sagt man ja Outtakes dazu. Also alles, was bei Dreharbeiten zu einem Video schiefgelaufen ist. Ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar über ein Abo unten rechts immer. Würden wir uns sehr freuen und wir hoffen, dass wir uns am Sonntag wiedersehen. Und wir hoffen, dass wir uns am Sonntag wiedersehen. Ja, hätte jetzt auch gut als Outtake gepasst, ne? Aber ich lasse es einfach. Viel Spaß beim Video. Kühnes Kochkanal. Ja, Auto ist weg. Der Ton geht auf jeden Fall raus, sonst haben wir hier ein Riesenproblem. Sehr schön, sieht gut aus. Jetzt mache ich aus, ne? Ja. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, ich will den Film auch nicht großartig in die Länge ziehen. Ist ja diesmal ein großer, kleiner. Och Mensch, komm hier auf. Ja, nach gut 35 Minuten. Warum geht denn das? Ja, unser Fazit, erstmal es regnet. Ansonsten ist das Gericht gut gelungen. Ein Manko, wir haben vergessen, die Medaillons mit Salz und Pfeffer zu würzen. Holt das einfach nach. Nee, das geht gar nicht. Ist doch hier drin. Ja, ist gut angekommen, die ganze Sache. Was man vielleicht noch machen könnte, ist scheiße. Was war denn das? Das für eine Scheiße. Wie ist hier Selbstauslöser drinne? Vom letzten Mal noch. Für unsere Hähnchen? Nein, aus. Oh, es ist wieder ein Film. Eins, zwei, drei. Ja, kurzes Fazit. Total leckerer Topf. Also schöner. Ja. Unser Schweinefilet braten wir jetzt von jeder Seite recht scharf an. Danach kommt es in den indirekten Bereich und dann lassen wir es ungefähr bis zu einer Kerntemperatur bis von 67 Grad garen. So, jetzt haben wir es. Ja, und dann melden wir uns wieder. Ja, wie ihr gesehen habt, schnell zubereitet. Die ganzen Zutaten hat man im Hause oder sind schnell besorgt. Absolut lecker, kann ich nur empfehlen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr wie immer durch Klick unten rechts. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns... In der Zwischenzeit haben wir schon mal unsere... Ist wieder, du musst doch hier mal auf das Dings. Ja, ihr Lieben, wer bis heute noch keine Reisnudeln gemacht hatte, sollte das schnellstens nachholen. Einfach super. Kann ich jedem empfehlen, ihr könnt das Rezept abwandeln, wie ihr möchtet. Nee, das war nichts. So sehen nun unsere Burgerpötten. Nochmal bitte. Ja, kurzes Fazit. Sehr leckere Füllung. Sehr Gorgonzola-lastig. Wir haben ja die ganzen 200 Grad rein. Okay. Ja, hallo ihr Lieben. Neue Folge von Kühnes Kochkanal. Das letzte Rezept, das war ja unser Sauerfleisch. Da ist ein bisschen was von übergeblieben an den Zutaten. Ja, wollten wir nicht wegschmeißen. Scheiß Knopf hier, ey. Hier unsere Zutaten. Spargelabschnitte. Nehmt möglichst dicken Spargel. Für unseren Bierteig benötigen wir 125 Milligramm. Läuft. Nee, läuft doch nicht. Oder läuft das jetzt? Weiß ich gar nicht. Nee. So,
wo ich jetzt nun ein Ei schon zerditscht habe und mir ein neues suchen musste, jetzt geht's ans Eier trennen. 4 von den Eiern werden wir trennen. Und was mache ich gerade? Ich mache es genau falsch rum. In den falschen Behälter. Macht nichts, machen wir gleich dann nochmal. Mach aus. Nimmt der jetzt auf. Und hier sind die Zutaten für... Du warst noch bei Null. Ja, Freunde, ihr habt gesehen, Nackensteak geht auch mal ganz anders. Nicht einfach rauf auf den Grill, einmal wenden, rein in den Hals. Ist schon eine feine Sache. Die Düxelle ist natürlich ein bisschen aufwendig, aber es lohnt sich wirklich. Probiert es einfach aus. Wenn ihr den Käse nicht mögt, kleiner Tipp, gebt auf die Düxelle ein bisschen Paniermehl drauf und dann so 10 Minuten nochmal ab in den Grill. Habt ihr eine herrliche Kruste. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Jetzt haut mir das Ding ab hier, aber ist nicht so schlimm. Daumen hoch da. Netten Kommentar wäre nicht schlecht. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal. Ja, Freunde, kurzes Fazit, das ist dunkel. Kurzes Fazit, wer frische Kräuter mag. Das war nichts, ich wollte ein Foto machen. Das geht gar nicht. Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, außerhalb der Reihe. Seit einigen Wochen kursiert ja die eine neue... Ja, Fazit, hammer leckere Sache. Schön gefüllt das Ding. Kühnes Kochkanal.